Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, Gannikus, und heute wieder eine Folge Metro 2033 oder 2033. Keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht. Wir sind schon bei der vierten Folge und jedes Mal verkacke ich's wieder. Aber was soll's. So, in der letzten Folge haben wir uns natürlich spektakulär durch die Mengen geschossen. Haben versucht, kein Medikit oder wie auch immer das Zeug heißt, zu verschwenden. Und, waren damit bis jetzt relativ erfolgreich. Und müssen jetzt erstmal durch diese Tür, was uns dahinter erweitert. Man weiß es nicht. Ich werde es jetzt erstmal erforschen. Primär erstmal hier das Wurfmesser. Davon bin ich nämlich schon Fan. Gut, wir brauchen kein Wurfmesser. Was ist das eigentlich? Dynamit, ne? Erstmal gucken, was die Mission ist. Gar kein Thema, meine Freunde. Gut. Wir hatten ein bisschen Muffensausen. Aber was soll's. Mehr hatte der Junge leider nicht zu bieten. Filmsequenz. Die Brücke. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Die Brücke ist ein übler Ort. Jeder Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Cool. Entspann dich. Komm schon, ich bin hier, ihr Scheißer! Wie wechsle ich denn die Gasmaskenkacke? Was überleben die Viecher? Mal so sagen, ich hatte doch schon mal mehr Munition. Macht mir irgendwie Spaß. Boah, Alter! Ich hab den gehört, ey. Kleine Sau. Den Banditen. Hm.
Was habe ich denn gemacht? Ist das jetzt euer Ernst? Ich glaube, das war ein Bug. Stand da gerade, vergessen Sie nicht, Feinde haben Nachtsichtgeräte. Kommt halt nicht nach. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Ja, geil. Können ich nicht mal zusammenreißen. Ich will seine AK haben. Die geht unnormal. Mein Gott, ey. Was guckst du denn so? Gute Einstellung, Bro. Alter! Wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Ich wollte gerade sagen, hey, ich bin über eine Sprengfalle gelaufen, ohne dass mir was passiert. Warum war mein Typ eigentlich so hilfsbereit und hat mir so gut geholfen? Hilf doch mal mit, Mann. Idiot, ey. Sowas nervt mich. Ich hätte einfach eben weglaufen sollen. Aber ich hatte eigentlich schon alle. Bin nur über diese behinderte Falle gelaufen. Weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Die vergessenen Katakomben, also. Hört sich ja schon mal sehr vertrauenswürdig für uns an, Jungs. Die haben auch schon mal bessere Tage erlebt.
Ich kann nicht spielen. Oh doch. Lass mich raten, mein Kollege pennt gleich ein. Rostige Sticks. Komm schon, öffne dich. Artyom, ich habe das Gefühl, was nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herrin. Ich höre dich. Zum Teufel. Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Hat sich doch gelohnt, der kleine Ausflug. Aber was war das bitte gerade für ein geiler Jump? Der Markt. Bleibe ruhig. Ja. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Wo bist du? Leute, aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen. Junge, guck doch mal woanders hin. Ist das blöd? Hat er echt Komplexe, ey. Was ist das jetzt bald? Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen.
Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gottverdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Mörben kommt zu. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Jetzt kann ich nicht mehr folgen. Geile Nummer. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Jo, ne? Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind Sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Entspannt euch! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Und, alter Saufbold, was hast du dieses? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Auf den da. Auf mich. Nicht bewegen! Stillgestanden! Ich rede mit dir! So gut. Soll ich jetzt aufs Maul hauen oder später? Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Entspann dich. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaufeln lassen. Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Falls mich jemand hört. Verwöhn dich mit etwas Luxus für deine Scheiße. Da ist also unser Kauf. Medipacks, Filter, Messer, alles was man... Zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Die ausgewogensten Messer. Sollte so umgehen. Sehr schön. Abgemacht. Sie haben nicht genug Mut. Hä? Sehr schön. Ein Heilmittel für alles. Wie Sie wollen. Sicher, wird ist. Ein bisschen zu teuer. Vom Prospekt nicht. Jene, die im Krieg gekämpft haben, sagen, dass der Feind den Kreml. Naja, ich würde mal sagen, der Preis ist heiß. Wir haben unsere Gasmasken. Kollege ist auch bereit. Hier herrscht richtig Trubel. Dann würde ich sagen, pausieren wir den Spaß mal. War keine schlechte, auch keine geile Folge. Wir haben uns am Ende ein bisschen durchgewurstelt. Kleines Survival-Feeling gehabt. Aber sonst war es ja eigentlich recht problemlos. Und, ja, ich würde sagen, wir machen nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Und, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Alles klar, ciao.